Wir gehen langsam Richtung Herbst, zur kalten Jahreszeit, dem Winter. Dennoch kann ich noch einige Tomaten, Gurken, Chilis, Paprika noch ernten. Allerdings ist da auch bald Schluss. Aber was machen mit der frei gewordenen Fläche? Besten natürlich so nutzen, dass wir im Winter weiterhin ernten können. Von daher jetzt ein paar Pflanzen, die du immer noch aussehen bzw. als fertige Pflanzen auspflanzen kannst. Dann fangen wir gleich mit einer Kultur an, die ich bis zum jetzigen Zeitpunkt gut 50 bis 75 Pflanzen gesetzt habe. Der Grünkohl. Die Grünkohlpflanzen habe ich von einem Freund geschenkt bekommen, weil sie dann letztlich einfach nur in den Kompost gelandet wären, weil er halt einfach keine Zeit gehabt hat und die Fläche anderweitig nutzen möchte. Deswegen gut für mich mit so einer winterharten Gemüsepflanze, dass ich hier eine super Nachkulturpflanze für meine Kartoffeln, Melonen, für die Hochbeete, für die Gurken auch später, da werde ich auch noch weitermachen, wenn ich den da rausreiße. Und da werde ich dann im Folientunnel und auch im Freiland immer weiter Grünkohl setzen. Den Grünkohl kann ich dann bis zum März beernten, bis er dann anfängt in die Blüte zu gehen. Und bis dahin kann man allerlei Sachen mit dem Grünkohl machen, beispielsweise ihn andünsten oder einfach in einen Salat mit untermischen, Smoothies, grüne Säfte oder auch die Blätter trocknen und hier Grünkohlchips zum Beispiel machen. Gutes Chlorophyll, Vitamine und Mineralstoffe, damit du damit deinen Körper in der kalten Jahreszeit entgiften kannst und dadurch weniger krankheitsanfällig bist. Grünkohl ist nicht das einzige Kohlgewächs. Genau das gleiche gilt auch hier für den Rosenkohl. Den kannst du jetzt auch noch als fertige Pflanze zum Beispiel ins Freiland, in ein Frühbeet oder auch in Folientunnel und ein Gewächshaus raussetzen. Dann kommen wir zum etwas zarteren Blattgemüse und zwar dem Salat. Und wenn du jetzt einen Folientunnel hast, ein Gewächshaus oder durch gute Kleinklimazonen in einem Hochbeet oder durch ein Frühbeet, dann kannst du hier auch Salat setzen, also per se halt hier so ein Winterkopfsalat. Gibt da hier spezielle Sorten, beispielsweise auch hier den Bakio-Salat, den ich sehr gerne nutze. Auf eine gute Belüftung achten. Wenn es halt zu feucht ist, dann kann es dann passieren, dass die Salatköpfe am Ansatz, am Stiel zum Beispiel anfangen zu schimmeln und dann war es es auch schon wieder. Und ich habe sehr gute Erfahrungen im Folientunnel mit dem Salatanbau gehabt, da hatte ich auch schon Indiviensalat zum Beispiel überwintern lassen können oder auch Radicchio, Zuckerhut genauso. Das sind ja jetzt so diese Herbstsalate, die zum Beispiel bei mir gerade im Hochbeet wachsen. Es ist auch hier sehr wichtig, nicht zu eng zu pflanzen, damit halt hier auch eine gute Belüftung zwischen den Pflanzen gewährleistet wird. Feldsalat darf im Winteranbau auch nicht fehlen. Ich habe eine erste Chance schon im Anfang September vorgezogen, sind auch schon ein paar aufgekeimt, die werde ich dann so vereinzelt ins Hochbeet raussetzen oder da kannst du nochmal eine Direktaussaat auch machen, das noch im Oktober rein. Natürlich, je früher du die aussiehst, desto früher kannst du die auch ernten. Wenn du die zum Beispiel erst im November aussiehst, dann wirst du halt erst eine Ernte vielleicht so Anfang März halt auch haben, wenn dann die Rosetten dann groß genug sind. Wenn du eine Direktaussaat machst, achte ein bisschen, dass halt nicht zu viel auf einen Fleck kommt, weil dann hast du das Problem, wenn dann die alle aufkeimen, hast du einen riesengroßen Busch und die zu vereinzeln ist dann beim Feldsalat eine Heidenarbeit und wenn du das halt nicht machst, dann bleiben halt die Rosetten ziemlich klein und du möchtest halt schon ziemlich größere Rosetten auch haben, die passen halt mehr zum Salat, hast du auch viel mehr und muss nicht so rumfuseln. Wichtig halt beim Ernten ist, ich würde nicht die komplette Pflanze mit den Wurzeln rausnehmen, sondern halt immer anschneiden oberhalb, damit halt hier immer wieder neue Blätter austreiben können. Und erst wenn es halt dann Richtung Blüte geht, dann kannst du, wenn du nicht unbedingt möchtest, dass die blüht und du halt Fläche frei haben möchtest, dann kannst du halt komplett mit den Wurzeln rausreißen. Das Gleiche gilt auch für den Portulak, einer meiner Favoritenkulturen für den Winteranbau, weil er im Vergleich zum Feldsalat eher wasserhaltiger ist, was halt nach meinem Ermessen einen ziemlich guten Geschmack hat, wie ich finde. Ich mag das ziemlich gerne und der Feldsalat ist halt manchmal mehr so nussig, was halt auch seine Berechtigung hat. Manchmal beim Sauermachen, sowohl beim Portulak als auch beim Feldsalat, kann es auch ein bisschen knuspriger werden, wenn da mal ein bisschen Sand oder Erde mitkommt und du halt nicht unbedingt alles schön waschen möchtest, weil das auch ein Heidenaufwand ist. Nichtsdestotrotz, beim Portulak ist halt so, der tut sich bei mir im Garten auch wild aussehen, wenn es halt im Oktober oder im November so ungefähr 10 Grad hat, dann hat er hier seine Keimfähigkeit erreicht, dann kommt er halt hier zum Beispiel raus. Und du kannst auch schon anfangen, so im Oktober, November mit dem Spinat zum Aussehen, auch dann Richtung Februar, März, dass du halt hier jetzt schon deine erste Ernte hast. Und auch beim Spinat, wenn du früher anfängst, dann kannst du auch schon im November zum Beispiel etwas ernten. Muss halt ein bisschen gucken, welche Sorten du auch hast. Denk auch dran, dass du im Oktober oder auch im November deinen Knoblauch
steckst. Ich werde es dann auch wieder so machen, dass ich dann die einzelnen Zehen zum Beispiel zwischen meine Erdbeeren raussetzen möchte. Also auch wieder hier so Mischkulturpartner aufgrund des Mehltaus, welches die Erdbeere auch befallen kann. Und das ist auch der gleiche Grund, warum ich dann vielleicht ein paar unter meinen Trauben setzen werde oder auch wegen der Kräuselkrankheit unter meinen Pfirsichbäumen. Ich die letzten Tage auch gemacht habe, ist mir ein paar Pflanzen von meinen Paprika, Chilis und Auberginen mir auszusuchen und diese halt in Töpfen umzukultivieren, wenn ich sie zum Beispiel aus dem Freiland hole. Einfach aus dem Grund, ich möchte sie halt hier zum Beispiel überwintern, damit sie halt hier die großen Pflanzen im Haus weiter wachsen können und ich dann die lange Kulturzeit, die die Pflanzen dann auch haben, überbrücken kann und dann hier schon früher raussetzen kann mit einer besseren Ernte und auch eine früheren Ernte, weil es halt schon größere Pflanzen sind. Muss da ein bisschen aufpassen, wenn du halt eine trockene Wohnung hast, also von der Luftfeuchtigkeit her, dass sich da vielleicht vermehrt Spinnmilben ansiedeln oder auch Läuse, muss man da ein bisschen gucken, eventuell auch Maßnahmen. Aber letztes Jahr habe ich zum Beispiel es mit einer Paprika gemacht und war halt wirklich begeistert, dass die dann so gut und schnell früh tragen konnte. Also von daher ein paar Pflanzen vielleicht mal als Backup zurückholen. Kannst auch mit Physalis machen, dass du dann hier schneller eine bessere Ernte hast. Ich schon mal freuen, größere Pflanzen in der neuen Saison zu haben und bis dahin werde ich dich auch weiterhin mit meinen Videos begleiten. Zum Beispiel hier an der Seite findest du zwei weitere spannende Videos.